Fragt ihr euch auch manchmal, wie bestimmte Dinge, die wir tagtäglich benutzen, erfunden wurden? Zum Beispiel das Rad, Glühbirnen, Porzellan oder Zahnbürsten? Welche Überlegungen führten dazu, dass sich Lokomotiven in Bewegung setzten oder Flugzeuge den Himmel eroberten? All diese bemerkenswerten Dinge wären nie erschaffen worden, wenn der Mensch nicht eine ganz besondere Fähigkeit besitzen würde. Nämlich das Talent... Zu spucken! Zu spucken! Ach, Huibu, hast du nicht zugehört? Ich sprach über Menschen und ihre großen Erfindungen und was benötigt wird, um Neues, noch nie Dagewesenes zu erschaffen. Eine rostige Rasselkette? Ach, Fantasie. Fantasie und Neugierde. Das sind mit Abstand die wichtigsten Zutaten, um kreativ zu sein. Sag ich doch! Willst du etwa die Geschichte erzählen, wie der berühmte Inventeur-Wettbewerb ins Leben gerufen wurde? Gewiss, ja. Das war meine Absicht. Ja, aber dann musst du auch erzählen, dass ich mich nicht erschrocken habe. Und ich war auch nicht schuld daran, dass dieses Dingsbums kaputt gegangen ist, weil ich ja lediglich meine Geisterpflicht erfüllt habe. Keine Angst, Huibu. Ich werde wie immer die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit erzählen. Oh. Könntest du nicht bestimmte Details weglassen? Also nicht, dass ich etwas zu verbergen hätte. Lass mich mal machen, Huibu. Alleine. Bitte, wenn meine Spukigkeit nicht erwünscht ist. Huibu! Eigentlich war es ein ganz gewöhnlicher Tag. Die Bewohner von Schloss Burgegg waren morgens aufgestanden, hatten gefrühstückt und gingen nun alle ihrem Tagesgeschäft nach. Nur Prinz Tommy tat an diesem Nachmittag etwas, das eigentlich so gar nicht zu ihm passte. Er lauschte nämlich an der Tür von König Julius. Tommy, was machst du denn da? Psst, willst du, dass ich erwischt werde? Nein, natürlich nicht. Aber verspuk nochmal. Ich freue mich so. Endlich trittst du in meine Fußstapfen. Madame Legrand, es ist wirklich wunderbar, dass Sie unser Projekt unterstützen. Absolut. Daher freuen wir uns umso mehr, Sie als Schirmherrin unserer gerade neu initiierten Tage der Wissenschaft begrüßen zu dürfen. Sie als Gewinnerin des Dynamitpreises sind natürlich ein Vorbild für uns alle. Eure Majestät, es ist mir eine Ehre, dass ich darf spreche, nur für die Wissenschaft. Gerade die Kinder müssen ermutigt werden, damit sie verlieren die Angst vor die Verschüngung. Ihre Bescheidenheit ehrt sich, Majestät, sind zu gütig. Wenn ich richtig informiert bin, dann haben die sogar zwei der Renommee. Was, zwei? Das ist korrekt. Du brauchst gar nicht so zu grinsen. Ich weiß natürlich, dass man nicht an Türen lauschen darf. Es ist aber eine echte Ausnahmesituation. Weißt du, wer hinter dieser Tür ist? Nein, aber wenn ich nicht schon bereits tot wäre, dann würde ich jetzt vor Neugierde sterben. Los, 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 sag schon. Julius und Mama reden gerade mit Antonia Legrand. Ein Frauen? Psst! Sie ist die berühmteste Wissenschaftlerin unserer Zeit. Wissenschaftlerin? Kann sie sich unsichtbar machen oder ihren Kopf abnehmen? Hier, das soll sie mir erst mal nachmachen. Sich auf den eigenen Hintern gucken. Eigentlich wäre das die perfekte neue Diät. Huibu, setz deinen Kopf wieder auf. In der Schule geht das Gerücht um, dass sie einen Wettbewerb ins Leben rufen will. Der soll nur für Kinder sein. Puh, die kann bestimmt nicht mal kochen. Papa, wie siehst du denn aus? Was hast du denn da für grünen Schleim in den Aua! Armen? Hey, zieh nicht so fest. Ih, das ist ja eklig. Was ist das für ein Zeug? Keine Ahnung. Dann stimmt das also wirklich, was sich alle Kinder in der Schule erzählen? Mhm. Haben wirklich alle aus deiner Klasse Schluck auf? Ja, und der Lehrer auch. Und was willst du jetzt machen? Na, was wohl? Diesmal ist Huibu zu weit gegangen. Tommys Verdacht, dass Huibu seine Finger im Spiel hatte, ließ sich natürlich nicht von der Hand weisen. Aber war Huibu wirklich so weit gegangen? Hatte er tatsächlich die Erfindung seines besten Freundes auf diese Weise verspukt? Oder steckte etwas anderes dahinter? Im Schloss angekommen, stapften Tommy und Sophie schnurstracks in Huibus Fledermaustrumpfkammer. Spuk!
Douglas nach. Tommy, wie siehst du? Hast du meine Buihu-Box verspuckt? Könntest du das Wort verspuken etwas genauer? Du weißt sehr genau, wovon ich rede. Das ist doch kein Grund, sich so aufzuregen. Ich hab sie nur ein klitzekleines bisschen... Buihu, wie konntest du nur... Wer hat denn angefangen? Du hast doch diese niedlichen Kritzeleien überall drauf gemacht. Ich habe die Bilder doch nur eine klitzekleine Kleinigkeit gruseliger gespukt. Nein, hast du nicht. Huibu, die Kiste war voll mit einer glibberigen grünen Masse, die dann explodierte und alle Kinder mit diesem fiesen grünen Schleim überzog. Und nun haben alle Schluck auf. Oh, da muss ich den Spuk vertauscht haben. Ich wollte doch nur die Käfer auf die Bilder spuken. Und der Schluck auf geht nicht mehr weg. Oh, oh. Genau, oh, oh. Tommy hat allen Grund der Welt auf dich sauer zu sein. Warum machst du Spukereien, die du nicht kannst? Was heißt denn nicht können? Ich bin ein Spukprofi und das einzig behördlich zugelassene Gespenst am Schloss Burgegg. Jawohl! Was kann ich denn dafür, dass es hier nirgends vernünftige Spukutensilien gibt? So gingen in dieser Nacht Tommy und Huibu beide unglücklich in ihre Betten. Naja... Huibu ging natürlich in seine modrige Truhe, aber er war zutiefst betrübt, weil er wusste, dass Tommy sauer auf ihn war. Dabei hatte er doch nur die Bilder verspuken wollen, nicht gleich die ganze Kiste. Beim Einschlafen hatten alle denselben Wunsch, dass am nächsten Tag die Probleme des Vortages verschwunden sein würden. Darf ich Eurer Majestät Kaffee einschenken? Nur zu, mein Bester. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Zwar ist es dafür schon zu spät, aber nur zu. Darf ich mir die Frage erlauben, was Eure Majestät so verstimmt hat? Guten Morgen, alle miteinander. Ah, Tommy. Guten Morgen, mein Schatz. Ich hole dem Prinzen gleich mal seinen heißen Kakao. Und Tommy, gibt's was Neues? Nichts, alles beim Alten. Gibt es nichts zu erzählen? Nö, wieso? Tommy, du weißt doch, dass du uns immer alles erzählen kannst, ha? Ja, aber da ist nichts. Du findest also, dass das hier nicht erzählenswert ist? Oh nein. Oh ja, da steht es schwarz auf weiß. Das haben die in die Tageszeitung gesetzt? Prinz Tommy, der Unruhestifter, versetzt Klasse in Angst und Schrecken. Diesen Kritzelkönig von Schreiberling, den sollte man ins tiefste Verlies stecken. Julius. Als würde es um ihr Leben gehen, denn plötzlich brach ein großer Tumult aus. Und immer wenn es Ärger gab in der Geisterwelt, war ein Geist nicht fern. Servatius Sebaldus, der berühmt-berüchtigte Leiter der Geisterbehörde. Männer, formiert euch! Ergreift umgehend die beiden Eindringlinge! Auf einmal flogen aus allen vier Himmelsrichtungen Teile von Ritterrüstungen heran und bauten sich Stück für Stück zusammen. Die Beinteile hefteten sich an das Rumpfstück, genauso wie die Arme, die Hände und zuletzt der Helm. Nachdem sich so innerhalb weniger Sekunden Dutzende Ritterrüstungen formiert hatten, traten sie zu einer Zweierreihe zusammen und nahmen sogleich die Verfolgung auf. Zum Glück war der Geistermarkt so voll, dass die beiden Kinder in dem ganzen Getümmel gut untertauchen konnten. Währenddessen waren Julius, Constantia und Huibu gerade dabei, den Eingang in die Geisterwelt zu suchen. Und denk daran, keine Angst zeigen, ja? Und pass bloß auf, dass der Laken nicht verrutscht. Ja. Und am besten sagst du nichts. Sprechen solltest du auch nicht. Ja? Ja. Und am besten schaust du auch keinem direkt in die Augen. Julius, Tommy und Sophie sind alleine in der Geisterwelt und womöglich in Gefahr. Können wir also bitte jetzt da reingehen und sie rausholen? Ich will dich doch nur gut vorbereiten. Ich weiß, weil es mein erster Besuch in der Geisterwelt ist. Aber wir müssen uns beeilen. Keine Angst, ich mache keine Fehler. Huibu, du hast sie gehört. Also gut. Ich habe das Geistertor gefunden. Hier. Aber es bleibt nie lange offen.
Beeilt euch! So schritten die drei durch die Pforte und kamen über die Geisterrutsche in der Nähe des Geistermarktes wieder heraus. Doch kaum angekommen, wurde gleich klar, dass in der Geisterwelt große Aufregung herrschte. Sieht das ganz anders aus als bei uns? Warum sind denn alle so aufgeregt? Ist das normal? Huibu, sag doch etwas! Das ist schon normal. Das ist kein gutes Zeichen. Psst, da kommt die Geisterpolizei. Oder ihr endet in der Seelensuppe. So wahr ich hier stehe, werde ich...